Guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Heute ist Luzi in der Westafrikanischen Republik von Gambia. Die sind mir schon sympathisch wegen ihrem Wappen. Da sind nämlich zwei Löwen abgebildet. Und Löwen sind ja meine Lieblingstiere. Aber noch mehr über Gambia erzählt uns besser Luzi. Schalten wir doch mal zu ihm rüber. Guten Morgen, Luzi. Moin, Jack. Ja, ich bin heute in der Republik von Gambia unterwegs, deren Flagge mit Wappen ihr hier hinter mir seht. Und danach seht ihr auch gleich, wo Gambia genau liegt. Halt, altbekannt wie immer. Gambia liegt in Westafrika. Und liegt am gleichnamigen Fluss, Gambia. Jetzt könnte man natürlich denken, dass das Land seinen Namen durch den Fluss oder der Fluss seinen Namen durch das Land hat. Aber das stimmt nicht. Woher Fluss und Land ihren Namen haben, ist nicht ganz klar. Dass allerdings Fluss und Land beide den Namen Gambia tragen, das ist tatsächlich ein Zufall. Außer einem kleinen Teil an der Mündung des Flusses, welcher in den Atlantischen Ozean fließt, wird Gambia komplett vom Staat Senegal umschlossen. Die Hauptstadt ist Banjul und mit 11.295 Quadratkilometern Größe ist Gambia das kleinste Land des afrikanischen Festlandes. Die Amtssprache hier ist Englisch und die Regierungsform ist die einer präsidentiellen Republik. Das heißt, auch dieses Land wird von einem Präsidenten regiert. Die Einwohnerzahl liegt derweil auf 2,23 Millionen Menschen. Pro Jahr gewinnt das Land ungefähr so 2,9% an mehr Bevölkerung. Also nicht mehr wie Wasser, sondern die bekommen noch Bevölkerung dazu. Hier zahlt man mit der Währung Dalasi, denn Gambia hat eine komplett eigene Währung. Seit dem 18. Februar 1965 ist Gambia nämlich vom Vereinigten Königreich unabhängig. Da ist es natürlich ganz logisch, dass Gambia auch eine eigene Nationalhymne hat. Gambia ist ein Land voller Eigenarten. So sieht man auf der einen Seite Strohhütten und auf der anderen Seite Paläste. Ja, da treffen wirklich zwei Welten aufeinander. Auch die Siedler-Agame oder der Dorfweber sind hier zu Hause. Kein Wunder, denn selbst das Wetter lässt hier keine Wünsche offen. Nur Schnee gibt es hier logischerweise nicht. Oder zumindest nicht so oft. Es ist tatsächlich schon mal vorgekommen, dass auch Schnee in Afrika gefallen ist, aber das ist eher eine Ausnahme. Auch Krokodile und Schimpansen sind hier beheimatet. Jedoch trifft man nur noch sehr, sehr selten auf sie. Aber wenigstens Delfine sind hier öfter zu erblicken. Auch besonders ist hier, dass die Stadt Serekunda größer als die Hauptstadt Banjul ist. Der Grund dafür ist, da Banjul auf einer Insel liegt und nicht weiter expandiert werden kann. Also, dass die Stadt nicht größer werden kann, weil sonst haben die Leute dann auf einmal alle nasse Füße. Die Amtssprache bleibt trotz der Unabhängigkeit Englisch. Aber durch die vielen verschiedenen Gruppen sind in diesem kleinen Land gleich über 20 verschiedene Sprachen vertreten. Religiös betrachtet leben 90% der Bevölkerung muslimisch, 9% christlich und 1% traditionell indigen. Darunter natürlich auch Hudu und Voodoo. Im Vergleich
zum Voodoo- und Hoodoo-Kult in Haiti wird hier nicht schwarze, sondern weiße, also heilende und gute Magie angewandt, praktiziert und ausgelebt. Zumindest meistens. Heilig sind hier übrigens das Krokodil und der Affenbrotbaum. Es können immer mehr Einwohner lesen, schreiben und rechnen. Mittlerweile jeder zweite hier. Durch viel Aufklärung bei den Themen Wirtschaft, Gesundheit und Ernährung geht es den Menschen hier oft um einiges besser als Menschen in Guinea oder Ghana. Leider gibt es jedoch trotz des Verbots noch Genitalverstümmelungen, sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen. Das hat was mit der Tradition zu tun, ist jedoch kein Bestandteil von irgendeiner Religion. In der Zeit des Sklavenhandels kamen über 3 Millionen Sklaven aus Gambia. Seit 1965 dürfen hier Frauen wie Männer gleich bei Wahlen mitentscheiden. Das Staatsoberhaupt ist hier auch gleichzeitig der Regierungschef und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Im Lande gelten die Menschenrechte so lange, wie man hinter Partei und Staatsoberhaupt steht, ähnlich wie in einer Diktatur. Fängt man an, kritisch zu werden, sei es jetzt privat oder über Medien, also Rundfunk, Fernsehen und dergleichen, fangen auch die Rechte an zu bröckeln. Gambia hat auch Militär, jedoch gerade mal 2000 Mann, also nicht besonders viel. Die Staatsausgaben für das Militär liegen bei 0,5% des Bruttoinlandprodukts. Damit hat das Land die weltweit kleinsten Ausgaben für Militär. Als öffentliche Verkehrsmittel besitzt man hier Taxis, Flugzeuge, Fähren und Busse. Gambia verfügt übrigens nur über einen einzigen Flughafen. Handys, Telefone, Faxgeräte, Radios, Fernseher oder Internet besitzen hier lediglich 6% der Einwohner. Das kann man sich drüben bei euch in Deutschland kaum vorstellen, ne? Wenn man überlegt, wie viele leider schon von Handy, Internet und Co. sogar abhängig sind. Aber hier scheint das kein großes Problem zu sein. Nun, es gibt halt Vor- und Nachteile dabei, ne? Die meisten, die benutzen, wenn sie jetzt Internet oder ähnliches benutzen wollen, die sogenannten Telecenter. Ähnlich wie bei euch in Deutschland die Internetcafés. Da kann man telefonieren, faxen, ins Internet gehen und dergleichen. Auch mal Radio hören oder Fernsehen gucken, ne? Gambia besitzt keine Bodenschätze. Die meisten Umsätze macht das Land mit Fischerei, Landwirtschaft und Tourismus. Das wichtigste wirtschaftliche Exportgut sind hier die Erdnüsse. Das schönste hier im Land sind die Sandstrände. Die sind wirklich einfach nur traumhaft. Aber viele Touristen kommen nicht nur wegen den Stränden hierhin, sondern auch wegen dem hohen, ja, Sextourismus. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Sportlich ist man hier am meisten an Fußball und Wrestling interessiert. Sehenswürdigkeiten sind hier das Wahrzeichen von Banjul und Gambia, wie auch die mysteriösen Steinkreise von Basu. Leider gibt es hier auch häufig Buschfeuer oder Überschwemmungen, wie auch Heuschreckenplagen und Sandstürme. Wenn man hier Urlaub machen möchte, sollte man nicht mehr als nötig mitnehmen und gut aufpassen, dass man nicht überfallen wird. Und ab Einbruch der Nacht sollte man auch nicht unbedingt das Hotel nochmal meinen zu verlassen.
Es gibt sehr, sehr wenig elektronisches Licht draußen. Also ganz, ganz wenig Straßenlaternen. Und ja, wenn man da angefahren wird oder überfallen wird oder sonst was passiert, ich meine, das ist generell uncool, aber noch uncooler ist das, wenn man noch nicht mal elektrisches oder wenig elektrisches Licht zur Hilfe hat. Die größten Besonderheiten hier sind nach wie vor die Kultur und die Landschaft. Das war es auch mal wieder von mir. Einen Urlaub nach Gambia kann ich euch empfehlen, aber wie gesagt, passt auf. Gambia ist nicht so gefährlich wie andere Länder, aber man muss es auch nicht unbedingt heraufbeschwören. Ja, morgen melde ich mich wieder bei dir, lieber Jack, beziehungsweise bei euch, und zwar aus dem wunderschönen Nauru. Also dann, bleibt gesund und bis morgen. Vielen Dank, lieber Luzi, für diesen interessanten Bericht über Gambia. Ich hatte das Land für schlimmer eingestuft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Na, also da bin ich jetzt positiv überrascht. Aber was ich noch bin, gespannt. Und zwar jetzt schon auf Nauru. Na dann, bis morgen, wenn ihr wollt, ihr Lieben. Ciao.